Ladies and Gentlemen, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing. Die gute Eva von MyCouchbox kontaktierte mich vor einigen Wochen oder vor einigen Tagen besser gesagt und fragte, hey, du hast doch schon mal die MyCouchbox ausgepackt. Hast du nicht mal Bock für die nächsten 3 Monate eine kleine Kooperation mit uns zu starten und die nächsten 3 MyCouchboxen sozusagen auszupacken? Habe ich gesagt, ja klar, easy going, machen wir gerne. Die MyCouchbox ist eine monatliche Box, die einem wunderbare Lebensmittel vor die Haustür bringt. An die Couch oder auf die Couch oder keine Ahnung. Auf jeden Fall ziemlich coole Sache. Ich bin sehr gespannt auf die Box in diesem Monat. Ich versuche mal, ob ich das hinkriege, ohne mir dabei die Kehle aufzuschneiden. Das wäre toll. Ansonsten ist es wahrscheinlich dann eine MyCouch Powerbox. ich guck mal gerade, ich muss das hier erstmal entfernen. So, und dann muss ich mal gucken, das ist hier drunter geklebt. Das dürfte aber genau auch kein Problem sein. Ich bin sehr gespannt. Ihr wisst, ich bin ein fanatischer Fan von Essen. Ihr kennt mich. Sieht man auch zum Glück überhaupt nicht. Wir machen die Box einfach mal auf und schauen, was haben wir denn da so. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was haben wir hier? Wir haben hier Teefee. Was? Popcorn-Tee? Eine kleine Anleitung. Biofrische Tee aromatisiert mit Popcorn-Geschmack. Was? Habe ich noch nie gehört. Habe ich noch nie getrunken. Aber riechen tut's schon mal nicht schlecht. Muss nichts Schlechtes sein. Bitte sehr, das ist Popcorn-Geschmack von der Teefee. Die Teefee-Herrschaften sind super. Also die machen wirklich richtig geilen Tee. Aber von Popcorn-Geschmack habe ich noch nie was gehört, ehrlich gesagt. Das Ganze hat keinen Zucker, keine Kalorien, ist naturgesüßt, zahnfreundlich, ohne künstliche Zusatzstoffe und hilft dabei, genug zu trinken. Das ist immer wichtig, ja? Trink genug, liebe Freunde da draußen. Am besten Wasser. Ist so das Beste, aber ich weiß, es kann nicht jeder Wasser gerne trinken. Aber, oder es trinkt nicht gerne jeder Wasser, aber ich muss ganz ehrlich sagen, so 3 Liter am Tag mache ich auf jeden Fall und es geht einem wirklich besser, vor allem vom Kreislauf her. Aber wir sind ja jetzt hier nicht beim Trink genug Forum, ja, sondern wir sind hier bei MyCouchbox. Teefee Popcorn finde ich super. Weiß ich nicht, ob es mir schmeckt, keine Ahnung, aber ich finde es schon mal super. Solche Sachen sollen da drin sein in solchen Boxen. Sachen, die man sich so wahrscheinlich nie kaufen würde. Wenn ich das im Regal gesehen hätte, hätte ich wahrscheinlich gesagt, pff, klar, Popcorn, ne? Kaufe ich mir zusammen mit den Currywurst-Chips. Nee. Ne? Weißt du Bescheid. Was haben wir hier? Und so geht's. Bewerte jetzt ein Produkt. Ein Couchpunkt. Aha. Bei 50 Couchpunkten gibt's eine MyCouchbox gratis. Ja, weißt du Bescheid? Hier. Einfach die Couchbox bewerten. Weißt du Bescheid? Das kannst du natürlich nur machen, wenn du eine Box hast. Und dann gibt's bei 50 Punkten eine gratis. Umsonst. Ingwer-Bonbox. Oh, super. Hergestellt mit frischem Ingwer. Perfekt. Die kann ich jetzt richtig gut gebrauchen. Ihr hört es, ich habe mir eine fette Erkältung eingefangen, weil ich nach der Dusche vor dem Ventilator sitzen musste. Es war aber so heiß und das war so gut und es hat so gut getan, aber das war keine gute Idee. Das sollte man nicht machen. Auf jeden Fall haben wir hier Ingwer-Bonbons von iBonds. Ginger Candies Ingwer-Bonbons, hergestellt mit frischem Ingwer. Traditionelle Wellness für die Sinne. Sehr schön. Wo kommen die her? Aus Stolzenau. In Indonesien hergestellt. Ja, sehr gut. Bin ich sehr gespannt, wie die schmecken. Wie gesagt, ich kann die ganz gut brauchen gerade. Wunderbar. So, hier haben wir das erste, was wir dann auch direkt mal probieren können. Ob das so eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Hergestellt mit Sonnenblumenöl. Henderson's and Sons Finest Snacks. Tortilla Chips. Hot Chili Taste. Ich zeig's euch erstmal. Hier, bitteschön. Das sind ja, Tortilla Chips mit Hot Chili. Schmeckt natürlich am besten, ich habe was im Auge. Oh. Schmeckt natürlich am besten, wenn man so ein. Weiß ich nicht, so ein. Huh! Wenn man so ein Käsedip oder sowas hat, aber habe ich jetzt nicht, deshalb. Cheers! Mhm. Mmh. Ja. Schmeckt mir halt wie Tortillas. Schön gut. Aber
nicht scharf. Und da steht Hot Chili Taste drauf. Aber scharf sind die jetzt nicht. Macht aber nichts. Sind aber trotzdem gut, muss ich sagen. Hergestellt mit Sonnenblumenöl. Ja. Also sie sind nicht scharf, aber sie sind gut. Das kann man sagen. So. Was haben wir hier? Kaiser. Boah, was ist das denn? Lemon Lime. Gefüllte Bonbons. Von Pfanne. Krass. Das sind Eistee-Bonbons? Ich glaube ja. Oder? Sind auch das verschiedene Sorten, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall sind das von Kaiser mein Lieblingstee, immer griffbereit. Ach krass, das, ja tatsächlich, das sind Eistee-Bonbons. Ihr kennt Pfanne-Eistee, sollte jeder kennen. Und das sind eben gefüllte Bonbons mit dem Geschmack von Eistee. Was es alles gibt mittlerweile, ist ja Wahnsinn. Auch sehr, sehr geil. Mache ich jetzt nicht auf, weil das Bonbon kriege ich jetzt in dem Video nicht mehr gelutscht. Das machen wir gleich. Was haben wir hier? Aber wie gesagt, also das mit den Eisdebonbons, das finde ich eine lustige Idee, muss ich sagen. Finde ich lustig. Was haben wir hier? Müsli-Manufaktur. Naschkatze. Von welcher Firma ist das? Ach ja, Müsli-Glück steht ja vorne drauf. Das Glück zum Löffeln. Zarte Flocken, Haferherzen und Schokoleckereien. Boah, geil. Geil. Warte mal, kann ich das aufmachen? Ohne dass ich... Ja, geht schon irgendwie. Schreib's da unten drauf. Zeig mal her den Lachs. Was haben wir hier? Boah, sieht geil aus. Das ist Müsli mit so ein paar Crunchy Pads drin und Schokolade drin. Und Alter, das sieht voll gut aus. Das sieht richtig gut aus. Hier, zeige ich euch erstmal das Müsli selbst. Ja, wie gesagt, da sind halt so Schokodrops drin und so ein bisschen Müsli und halt eben diese Haferflocken. Und so sieht die Verpackung aus. Sieht sehr geil aus, muss ich sagen. Ich finde das Schwein ziemlich lustig da drauf. Das Glück zum Löffeln. Schokomüsli. Nice. Naschkatze. Ah, es gibt es fein gemahlen. Das heißt, ich denke mal, das würde es wahrscheinlich auch, schätze ich jetzt einfach mal, in grob gemahlen geben. Ich finde, fein gemahlen ist aber besser für die Zähne. Also für meine Zähne zumindest. Finde ich das ganz nice. Puh, sehr geil. Sehr, sehr gut. Schöne Verpackung auf jeden Fall und ein wunderbares Frühstücksmüsli. Da freue ich mich drüber, finde ich super. So, was haben wir hier noch? Wir haben hier einen Gutschein und zwar für 30 Euro von, komm her du Sau, HelloFresh. Probier mich. HelloFresh, 30 Euro. HelloFresh.de, Laden im App Store oder wo auch immer. Und hier haben wir 15 Euro auf deine erste und zweite Box. Und da ich persönlich die HelloFresh Box wahrscheinlich nie bestellen werde, sage ich jetzt einfach mal, viel Spaß mit dem Code. Wer möchte, lädt sich das runter, gibt den Code ein, kriegt ein bisschen was umsonst. Einen kleinen Rabatt. Gönnt euch. Gönnt euch, Freunde. Machen wir gleich. Machen wir hiermit noch weiter. Es ist echt viel drin. Finde ich gut. Finde ich gut. Loka. Waffeln. Lemon. Ihr kennt es. Ihr esst ein Eis. Und ich liebe diese Eiswaffeln. Ne? Ich finde das, ich liebe Eiswaffeln. Ich könnte, wenn ich zum Eismann gehe, lasst das Eis stecken, gib mir eine Packung Eiswaffeln mit. So ungefähr. Und hier haben wir von Loka eine komplette Packung mit Eiswaffeln. Danke, liebe MyCouchbox, das finde ich super. Die sind jetzt mit Lemon, ja, also mit Zitrone. Sehr, sehr cool. Und ich muss sagen, Loka ist auch so eine Firma, die kann einen echt... Ich liebe Loka. Das ist... Boah. Da könnte ich mich reinsetzen. Wenn ich im Loka-Werk arbeiten würde, ich glaube, ich würde mittlerweile aussehen wie... Schöne Grüße an dieser Stelle, Rainer Kallmund. Aber ich... Boah. Hammer. Liebe ich. Finde ich mega. Finde ich mega. Richtig, richtig cool. Dann haben wir hier Haselnusskerne. Nicht? Die alten Haselnüsse. Mache ich die auf? Kriege ich die auf? Ah, da sind noch zwei Sachen drin, die ich gleich noch probieren kann. Okay, dann mache ich die jetzt erstmal nicht auf. Die Haselnusskerne von Sören. Ja? Der hat da extra vorher die Nüsse, hat er schön geknackt, ja, und hat dann die Nüsse ausgespuckt. Und hat dann die Kerne, also die Kerne ausgespuckt und... Na egal. Hier, ne? Bitteschön. Die wunderbaren Haselnusskerne von Sören. Und das Ursprungsland kommt tatsächlich... Oder das Ursprungsland ist tatsächlich Aserbaidschan. Sehr nice. Kann Spur von Erdnüssen und anderen Schalenfrüchten enthalten. Ist klar. Bio-Haselnüsse. Da bezahlst du im Laden wirklich einen Haufen Geld für. Aber es ist wirklich... Also gerade bei so Nüssen und sowas ist es das wirklich wert. Muss ich an dieser Stelle mal sagen. Da ist es wirklich wert, auf Bio zurückzugreifen. Ich finde persönlich, man schmeckt den Unterschied auf jeden Fall. Ja, meine Meinung.
So, jetzt haben wir hier noch jede Menge Papierkram drin. Wie zum Beispiel gratis probieren. 6 Bio-Müsli. Hier, mein Müsli. Einmal. Ich reiße das einmal ab. Und wer Bock hat, sichert sich jetzt sein gratis Müsli. Oder gleich 6 gratis Müslis. Ja? Ich habe ja jetzt hier erstmal ein Müsli. Dass ihr das nochmal Bio-Lieblingsmüsli einfach einlösen auf mein Müsli. Okay, ich habe ja jetzt erstmal. Ich brauche jetzt erstmal kein Müsli, deshalb gönnt euch den Gutschein. Und was haben wir hier noch? Noch ein gratis Gutschein, oder was? Aha, Henderson und Sons. Feine Snacks, jetzt gewinnen im Gesamtwert von 790 Euro. Ah, okay, die haben auch tatsächlich solche Dips. Finde ich super. Ja? Hier, bitteschön. Ich kenne die gar nicht. Henderson und Sons. Okay. Finde ich cool. Gibt's was zu gewinnen? Facebook-Seite von MyCouchbox besuchen, gefällt mitklicken unter allen neuen Fans, MyCouchbox bis zum 10.09. Gleich haben verlosen wir 3 Henderson und Sons Pluspo-Pakete. Ja, also wenn ihr Bock habt, einfach mal auf die Facebook-Seite von MyCouchbox gehen. Werde ich euch auf jeden Fall nochmal verlinken. Einfach aus Prinzip. Und auf Like drücken und dann könnt ihr eins von diesen wunderbaren Henderson und Sons Paketen gewinnen. Ach, da ist so ein Wärmer dabei. Boah, wie geil. Wie aus dem Kino. Da kann man sich ja auch diese warmen Tortillas holen. Ich glaube, meine Nase läuft. Warte mal. Ja, also ist wie im Kino. Da kennt man das. Da kann man sich ja diese warmen Tortillas holen. Ja? Und die sind in so einem Kasten drin. Ne? In so einer Wärme, in so einem Wärmekasten quasi. Und das so ein Ding kann man da gewinnen. Voll geil. Finde ich cool. Nice. So. Kommen wir zum vorletzten Produkt, was hier drin ist. Und das ist eine Milka. Und da weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Es ist eine Milka-Collage. Die kennt man. Das sind diese kleinen Vierecke. Ja. Mit. Weiß ich nicht. Was ist das? Das dürften. Genau. Das sind Himbeeren und Haselnüsse und Schokoladentropfen. Eine Milka-Collage. Bitte sehr. Ja. Kennt man. Die gibt es noch mit ganz verschiedenen anderen Sachen. Oder mit ganz verschiedenen anderen Produkten, die da noch so zusätzlich enthalten sind. Wir probieren die jetzt einfach mal. Und gucken. Ich weiß nicht, ob die geil ist. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ich hoffe einfach mal. Wie sieht sie denn aus? Was ich immer lustig finde, guck mal hier vorne drauf. Ja, da. Sieht geil aus, ne? Sieht wirklich geil aus. Und dann, guck mal hier. Ich meine, mich stört das nicht, ja. Wenn ich das im Mund habe oder im Magen habe, ist es auch egal. Ja, dann sieht es noch schlimmer aus wahrscheinlich. Aber ich finde es immer lustig. Ist gut. Ist gut. Hat diesen typischen Milka-Vollmilchgeschmack. Die Himbeere ist jetzt auch nicht zu. Ich könnte Weintester werden, ne? Die Himbeere ist jetzt nicht zu intensiv, schmeckt schön schokoladig und so ein bisschen Nuss ist auch dabei. Und Himbeer und Nuss schmeckt super. Das Ganze noch um Schokolade umhüllt. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Schmeckt. Gibt zwar Zahnschmerzen, weil schmerzempfindliche Zähne, aber trotzdem nice. Und jetzt haben wir die Dinger hier. Bristles UFOs, sauer und fruchtig. Diabetes. Aber es kommt von Hitchler. Und ich weiß, wir haben hier im Umkreis, im Odenwald ist das, bei Michelstadt, da wohnt meine Oma übrigens, da haben wir ein Hitchler-Werk. Ich war da noch nie gewesen, aber ich fahre da immer vorbei und denke mir so, da drin gibt es bestimmt geile Sachen. Ich weiß nicht, ob das hier auch unter anderem daherkommt, keine Ahnung. Kein Plan, kommt das daher? Sieht man das hier irgendwo? Steht das hier irgendwo drauf? Ne, steht hier leider nicht drauf. Doch, da, warte mal. Gut, das kommt jetzt aus Köln, Germany, aber da ist, glaube ich, der Hauptsitz. Aber sie haben auf jeden Fall hier in Michelstadt auch ein Werk im Odenwald. Und das sind die Bristle UFOs. Sauer und fruchtig. Machen wir auf und probieren. Ich bin gespannt. Oh, riechen tut's schon mal geil. Alter, boah, ist das sauer. Aber irgendwie auch total süß. Boah, das ist voll die Geschmacksexplosion im Mund. Aber sie sind irgendwie geil. Das sind, wenn du so willst, kennt ihr diese Obladen?
Esspapier. Ist aus dem gleichen Material gemacht. Hat so ein UFO geformt und da drinnen ist irgendwie, oder? Ich sag jetzt nicht, wie das aussieht, was da drin ist. Ich hol's auf jeden Fall mal raus. Und da drin... Ich hoffe mal, das ist eine Mischung aus Zucker und irgendwas Saurem. Es könnte theoretisch gesehen auch aus Mexiko kommen. Oder aus Kolumbien. Naja, und... Weißt du Bescheid. Das ist auf jeden Fall da drin. Ich hoffe, ihr seht das einigermaßen. Es sieht halt eben sehr... Eine Fliege. Hilfe. Ja. Ne, so sieht das Ganze aus. Es ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ja, also es ist schon nicht schlecht. Dieser Mix aus süß und sauer schmeckt irgendwie geil. Und dazu diese leicht neutralisierende Oblade. Ist schon cool, habe ich noch nie gegessen tatsächlich. Ich dachte erst im ersten Moment, boah geil, das sind Marshmallows. Muss ich mir dann nochmal so kaufen, glaube ich. Ich würde einfach mal sagen, das war die My Couchbox. Es ist viel Abwechslung drin, es ist viel für die Couch drin. Das sollte auch so sein, ne? Wenn man morgens auf der Couch sitzt, kann man das Müsli frühstücken. Wenn man abends auf der Couch sitzt, wenn es warm war, kann man ein Eis essen mit diesen wunderbaren Loka-Waffeln. Einfach mal ein Bonbon lutschen, ist auch kein Problem. Ein Teechen trinken, das passt alles wunderbar, wenn du auf der Couch sitzt, ein paar Nüsse knabbern. Das war nicht versaut. Nüsse knabbern, ein paar Tortilla-Chips so proben. Muss ich sagen, ist eine coole Box. Also durchweg, es ist für alles was dabei. Es ist was Herzhaftes dabei, es ist was Süßes dabei, es ist Müsli dabei, was Gesundes, ein paar Nüsse sind dabei und ein Teechen. Wunderbar. Also eine coole Box, muss ich sagen. Liebe Freunde von meiner Couchbox, ich... Ja, trinke auf euch, stimmt jetzt nicht so ganz, aber ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten zwei Boxen, die da noch so kommen. Und vielleicht kann man die My Couchbox einfach mal fest ins Programm dann danach nehmen. Mal gucken, ja, was da noch so kommt. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Ich verlinke euch natürlich die My Couchbox in den Kommentaren, sowie natürlich auch in der Videobeschreibung. Checkt das Ganze mal aus. Es handelt sich dabei nicht um einen Reflink, ja, falls das einige denken. Nein, das ist einfach nur so eine Verlinkung für euch da draußen, damit ihr euch das Ding auch kaufen könnt, wenn ihr Bock habt. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und... Prösterchen. Auf euch! Wow.